Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Fortsetzung in Galater 3. Ich möchte euch aber zu Beginn was vorlesen, was auch mit dem Thema zu tun hat. Kommt aus einem christlichen Blatt. Ich zitiere das nicht, was das ist. Ich lese euch das nur vor. Es geht hier auch in Galater 3 um den Segen Abrahams, ja. Und zwar ist 1. Mose 12, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und dann geht's los, diese bekannten Worte Jahwes an Abraham aus 1. Mose 12, Vers 3, finden ihre ultimative Erfüllung, also ihre letztgültige, letztendliche Erfüllung, in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Durch den Glauben an ihn haben wir auch als Nichtjuden Anteil an dieser Segensverheißung. Die Verheißung von Segen und Fluch bezieht sich aber zunächst darauf, wie die Nachkommen Abrahams behandelt wurden und werden. Damit meint er Israel, das heutige Israel, die Juden durch die Zeiten. Ja. Die Geschichte zeigt, dass jüdische Menschen ein Segen für andere Menschen und Völker waren und dass es diesen schlecht erging, wenn sie die Juden schlecht behandelten. Nur mal das so zur Einleitung. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Hochspannendes Thema in Verbindung auch mit Galater 3, denn dieses Gedankengut breitet sich gerade auch unter den deutschen Christen deutlich aus. In Amerika ist das mehr zu beobachten als bei uns, liegt aber an der Geschichte auch. Aber dieses Gedankengut kommt auch mehr und mehr nach Deutschland und wird im Moment auch promotet. Aber wir schauen uns mal den Text im Galater 3 an und dann kommen wir da gleich nochmal drauf zurück. Paulus beginnt hier mit den Worten, ihr törichten Galater, wer hat euch verzaubert? Euch wurde Jesus Christus doch als gekreuzigt vor Augen gemalt. Also er bezieht sich hier auf die Verse, die er schon mal in Galater 1 geschrieben hat, dass er nämlich sagt, ich muss mich wundern, wie schnell ihr Gott den Rücken zukehrt. Er hat euch gerade erst in die Gnade des Christus hineingerufen. Da wendet ihr euch schon einer ganz anderen Heilsbotschaft zu, nämlich dem Gesetz, dem jüdischen Denken, dem Einhalten der Beschneidung und der Feste und der Tage und der Jahre, wo er sagt, das alles ist in Christus doch erfüllt. Ja, das ist in Christus Wahrheit geworden. Und jetzt gehen sie praktisch, statt dass sie bei Christus bleiben, gehen sie ins Judentum zurück. Und da schreibt er, ich muss mich wundern, wie schnell ihr Gott den Rücken zukehrt. Denn wenn man Jesus Christus den Rücken zukehrt, kehrt man auch Gott den Rücken zu, denn wer den Sohn nicht hat, der hat den Vater auch nicht. Ja? Er hat euch gerade erst in die Gnade des Christus hineingerufen, da wendet ihr euch schon einer ganz anderen Heilsbotschaft zu. Dabei gibt es doch keine andere, es gibt nur ein paar Leute, die euch verwirren und die Heilsbotschaft des Christus oder des Messias auf den Kopf stellen wollen. Darauf nimmt er hier Bezug. Und sagt, ihr dummen Galater, ihr Dummköpfe. Also er schimpft, ja, und es ist ziemlich deutlich, was er das sagt. Ist eigentlich auch unhöflich, ja, aber ich glaube, dass das nötig war. Und vor allem glaubt das Paulus, dass das nötig war, weil die sich ins Gesetz wieder zurückbewegt haben. Das machen viele Christen heute auch. Ihr törichten Galater, wer hat euch verzaubert? Da geht es um Verzauberung. Das ist ein starkes Wort, oder? Habt ihr schon mal verzauberte Christen gesehen, die jemand mit einem Zauber belegt hat und die plötzlich wieder ins Gesetz wollen? Ja, Speisegebote sich auferlegen und den Sabbat halten wollen und all diese ganzen irdischen Dinge, ja, diese ganzen irdischen Elemente, wo doch die Wesenheit in Christus ist. Er sagte, euch wurde Jesus Christus doch als gekreuzigt vor Augen gemalt. Also mehr geht kaum, ja. Jesus war ja da auch schon
zwei Jahrzehnte verstorben auf Golgatha. Und Paulus, die Predigt von Paulus, die war so lebendig, als ob ihnen Christus, Jesus Christus, gekreuzigt vor die Augen gemalt war. Wie könnt ihr euch davon wieder abwenden? Ja, da waren ja einige von den pharisäistischen Juden von Jerusalem nach Galatien gekommen und sicher aus der Synagoge dort in Galatien oder den Synagogen haben sie ihnen das Gesetz wieder nahegebracht und die haben gutgläubig, wie die Verzauberten sind, die denen hinterhergelaufen und wieder ins Gesetz zurückgegangen. Ja. Und dann fragt er sie und sagt, nur das eine will ich von euch wissen, habt ihr den Geist empfangen, weil ihr das Gesetz befolgt? Oder weil ihr die Botschaft vom Glauben gehört habt? Ja? Vom Glauben an Jesus Christus. Das hat sie dazu befähigt, Gottes Geist zu empfangen. Denn wenn das durch das Gesetz schon gewesen wäre, dann hätten sie ja, wenn sie die Botschaft vom Glauben gehören in Christus, nicht erneut den Geist empfangen können. Also den Heiligen Geist zu empfangen, das war während der Zeit des Gesetzes nicht möglich. Aber als die Botschaft vom Glauben kam, da wurde das möglich, dass man den Geist Gottes empfängt. Ja? Begreift ihr das nicht? Der spricht wie mit Kindern, wie mit Leuten, die total vernagelt sind. Ja? Begreift ihr das nicht? Wollt ihr wirklich in eigener Kraft zu Ende bringen, was ihr im Geist angefangen habt? Ich lese jetzt hier die neue evangelistische Übersetzung, die Lutherbibel, die sagt hier, im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Ja, weil das ist praktisch auch hier im Geist, haben sie es angefangen und jetzt vollenden sie im Fleisch, weil sie wieder anfangen mit Speisegeboten und dem Zehnten und den Sabbaten und den Tagen und Festen und Jahren und Zeiten und all diesen irdischen Dingen und der Beschneidung, ja, die sie jetzt wieder einhalten wollen, genauso wie heute das viele Christen auch machen. Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Das gefällt mir gut, weil dieser Widerspruch ist zwischen Geist und Fleisch hier in diesen Versen. Ja? Schaut mal wieder um auf die neue evangelistische. Habt ihr so große Dinge vergeblich erfahren? Der Paulus, der schüttelt den Kopf. Der sagt, was ist bloß los mit euch? Was ist los mit euch? War das alles umsonst? Christus lebendig vor Augen gemalt, ihr habt den Geist Gottes empfangen, ihr seid frei geworden, ihr habt Vergebung eurer Sünden bekommen und das alles war vergeblich, weil ihr jetzt wieder anfangen werdet, Juden? Wenn es denn wirklich vergeblich war, sagt er, also das gibt es unterschiedliche Deutungen zu. Manche sagen, nichts, was Gott tut, ist vergeblich. Entweder war es einfach, damit offenbar wird, ob sie wirklich zum Glauben gekommen sind oder nicht. Andere sagen, es kann ja sein, dass ein Teil der galatischen Gemeinde immer noch am Evangelium festgehalten hat, ja, und deswegen diese ganzen Dinge nicht vergeblich gewesen sind, die der Paulus da beschreibt. Aber es kann durchaus auch sein, dass da eine Auseinandersetzung war in Galatien zwischen denen, die am Evangelium festgehalten haben, und den Gesetzesleuten. Und dass beide offenbar werden und dass durchaus Gottes Wille war, ja, dass diese Auseinandersetzung in der Gemeinde war, damit die Rechtschaffenen unter euch offenbar werden müssen, sagt Paulus, ja. Es muss ja Auseinandersetzungen geben, damit die Rechtschaffenen offenbar werden, aber wehe denen, durch denen diese Auseinandersetzungen kommen, ja. Da sagt Paulus, gab Gott euch denn seinen Geist und wirkt er Wunder unter euch, weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft vom Glauben gehört habt? Ja. Und jetzt kommt er zum Thema, und deswegen habe ich auch den Artikel eben vorgelesen. Denkt an Abraham. Er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Warum? Aus vielerlei Gründen. Erstens mal, weil Abraham ein Vater des Glaubens war. Was hat denn der Abraham geglaubt? Naja, der Abraham hat einen Auferstehungsglauben. Er hat geglaubt, dass Gott den toten Isaak wieder zum Leben erwecken würde nach der Opferung. 1. Mose 22. Wir glauben, dass Gott den toten Jesus nach der Opferung auf Golgatha wieder auferweckt hat. Deswegen hatte Abraham einen Auferstehungsglauben in Bezug auf Isaak und wir haben einen Auferstehungsglauben in Bezug auf Jesus. Also haben wir denselben Glauben wie Isaak, dann sind wir ja wie Abraham, dann sind wir Abrahams Kinder. Ja, im Glauben. Er ist der Vater des Glaubens und wir glauben wie Abraham. Wir glauben, dass Gott den toten Jesus auferweckt hat, nachdem er ihn geopfert hat auf Golgatha. Ja. Und Abraham glaubte, dass Gott den toten Isaak wieder auferwecken würde, weil Gott ja die Verheißung auf den Isaak gelegt hatte und nicht auf den Ismael.
Ja, und wenn Abraham sagt, wenn Gott jetzt den Isaak von mir geopfert haben möchte, dann gibt es nur eine Möglichkeit, Gott muss den wieder auferwecken. Ja, das ist eine unglaubliche, unglaubliche Sache. Und für die, die sich ein bisschen auskennen in den Videos, hatte Abraham noch einen zweiten Auferstehungsglauben. Der hat nämlich geglaubt, dass Gott den toten Leib der Sarah wieder auferwecken würde und auferwecken könnte, sodass Sarah im hohen Alter noch ein Kind der Verheißung gebiert, nämlich diesen Isaak. Das war der zweite Auferstehungsglaube, den Abraham hatte. Und den haben wir auch, denn wir glauben, oder ich glaube, vielleicht Teile von euch auch, dass Gott die tote Tochter Zion nochmal zum Leben erweckt, wenn Zion am Ende der Zeit nach 2000 Jahren noch zur Wiedergeburt kommt. Im Bild Zion kommt in Wehen und gebiert ein Kind der Verheißung, nämlich diesen Überrest in Israel, wie wir das ja in vielen Videos auch uns schon auch angeschaut haben. Also Abraham hat einen doppelten Auferstehungsglauben, ja, und wir haben auch einen doppelten Auferstehungsglauben. Also sind wir doppelt Kinder Abrahams. Das ist die Kindschaft Abrahams. Nicht die ethnische, völkische Abstammung, sondern die geistliche Abstammung. Abraham als Glaubensvater, das ist das, worum es geht. Das ist das Zentrum dessen, was wir glauben. Ja? Paulus sagt hier den unverständigen, törichten Galatern, den sagt er, denkt an Abraham. Abraham konnte das Gesetz noch gar nicht halten, weil das erst 430 Jahre später kam. Als Abraham lebte, gab es noch gar kein Gesetz vom Sinai. Da gab es noch gar nicht diese Vorschriften alle, die die Galater alle einhalten wollten. Ja, mit Sabbaten und Tagen und Festen und Zeiten und Jahren. Es gab schon die Beschneidung, das stimmt. Aber Abraham hat die Verheißung hier bekommen, bevor er beschnitten war. Ja. Das sind Sachen, die man beim Paulus nachlesen kann. Ja, da müsst ihr aber eure Bibel zulesen. Ja, das ist wichtig. Und das ist Inhalt dieses Kapitels auch. Denkt an Abraham, er glaubte Gott. Und sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das steht 1. Mose 15, Vers 6. Ja, sieht ihr hier in der Anmerkung. 1. Mose 15, Vers 6. Sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Auch unser Glaube wird uns zur Gerechtigkeit gerechnet. Der Glaube, der in der Liebe tätig ist. Aber nicht das Halten des Gesetzes. Wir sollen ein anderes Gesetz halten. Nicht mehr das Gesetz vom Sinai, sondern das Gesetz des Geistes in Christus. Ja, das sollen wir halten. Haben wir auch schon oft gesprochen drüber. Begreift doch, sagt er, begreift doch, die aus dem Glauben leben. Die aus dem Glauben leben, sind Abrahams Kinder. Nicht Israel mehr. Sonst wären wir ja Juden. Sondern die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Ich muss mal hier umschalten auf meine alte Luther 12, ja. So erkennt ihr ja, dass die des Glaubens sind, das sind Abrahams Kinder. Die glauben, sind Abrahams Nachkommen. Die glauben, sind wie Sterne am Himmel geworden. Ja, die glauben, sind des Glaubens Abrahams und des Segens Abrahams teilhaftig geworden. Das ist das, was das Neue Testament sagt. Die Schrift hat vorausgesehen, dass Gott die nichtjüdischen Völker durch den Glauben gerecht sprechen würde. Und verkündigte Abraham schon im Voraus die gute Nachricht, durch dich werden alle Völker gesegnet. Aha. Jetzt wird's kritisch. Werden alle Völker durch den Glauben Abrahams gesegnet oder durch Israel? Durch das heutige Israel? Durch die Juden der letzten 20 Jahrhunderte? Merkt ihr das? Wir kommen hier an so einen Scheideweg, ja, an so eine Scheide, Wasserscheide, muss man fast sagen, wo die Geister in verschiedene Richtungen fließen. Die Verheißung, ich lese mal den Vers, ja, die Verheißung von Segen und Fluch, nämlich, dass Gott sagt zu Abraham, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde, die wendet er hier auf das heutige Israel an. Während Paulus das auf die Christen anwendet. Auf die an Jesus Christus glauben. Die Verheißung von Segen und Fluch bezieht sich aber zunächst darauf, wie die Nachkommen Abrahams, also Abraham hieß ja damals noch Abram, behandelt wurden und werden. Das heißt also, die Verheißung von Segen und Fluch hängt davon ab, wie wir zu Israel stehen. Wenn wir Israel segnen, den heutigen Staat Israel, dann werden wir auch gesegnet. Und zwar einzeln, jeder Einzelne. Und auch wir als Staat, ob es Deutschland, Frankreich, ob es Europa ist, ob es England ist, ob es Amerika ist, ob es China ist, Asien, wie auch immer, alle Länder werden gesegnet, wenn sie Israel segnen. Das ist das, was er hier sagt.
Die Geschichte zeigt, dass jüdische Menschen ein Segen für andere Menschen und Völker waren und es diesen schlecht erging, wenn sie Juden schlecht behandelten. Ich bin erschüttert, ja. Also ich bin. Dieses Denken hat Einzug in die evangelikale Welt in Deutschland. In Amerika ist es schon deutlich weiter, ja. Aber hier, das ist eine aktuelle Ausgabe, ich will die Ausgabe da nicht nennen. Normal sollte man das ja tun, aber ich sehe heute mal davon ab, ja. Wenn die wollen, könnt ihr sich ja melden bei mir, dann kann ich euch das dann offenlegen. Findet aber überall. Ist eigentlich Common Sense. Ihr hört das auch, ich schiebe das einfach mal ein, ihr hört das auch, wenn euch gesagt wird, Israel ist Gottes Volk. Israel war Gottes Volk im Alten Testament. Dann hat Gott das Volk beiseite gesetzt. Ja, warum? Weil dieses Volk seinen Sohn verachtet hat und nur ein Überrest ist zum Glauben gekommen. Und dieses Volk wurde 2000 Jahre in die Welt verworfen und verbannt und hat nicht mal einen Tempel, in dem sie anbeten können, hat seit 2000 Jahren keine Reinigung. Gott hat sich ein Volk aus einem Nichtvolk gesammelt, nämlich aus allen Völkern der Welt. Und diejenigen, die an Jesus glauben, an den ewigen Isaak, der auferstanden ist nach der Opferung, die glauben wie Abraham und die sind des Segens Abrahams teilhaftig. Ja? Das spielt es überhaupt keine Rolle, ob wir für oder gegen Israel sind. Und wenn er mich so offen fragt, dann müsste ich sagen, es scheint ja so, dass Gott gegen Israel ist, weil Gott Israel scheinbar seit 2000 Jahren den Tempel verwehrt und damit auch verwehrt, dass die Juden Reinigung haben. Ja? Also Gott verwehrt den Israeliten die Reinigung, weil er ihnen scheinbar 2000 Jahre den Tempel vorenthält. Das sind Dinge, die wir nicht einfach, wo wir nicht drüber weggehen dürfen. Ja? Paulus schreibt in Vers 9 das, was ich euch gerade gesagt habe. Er sagt, folglich werden die Glaubenden zusammen mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Und die Glaubenden, das sind die Christen, die an Jesus Christus glauben, die werden gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Das ist das, was die Schrift sagt. Das ist das, was das Neue Testament sagt. Der ganze Artikel hier, der handelt eigentlich von Juden, die zum Segen wurden für die Heiden. Da spricht er dann von dem Maimonides. Rambam, der als bedeutender Gelehrter und einer der größten jüdischen Gelehrten überhaupt in die Geschichte einging, in Ägypten gelebt hat, ja, dann schreibt er von Isaac Abravanel, ein jüdischer Politiker und Finanzier im Dienste der Könige von Portugal und Spanien im 15. Jahrhundert. Also das ist ein Wahnsinn, was der hier tut. Und das widerspricht vollkommen dem Galaterbrief und dem, was der Paulus uns als Evangelium predigt. Dann erzählt er von Donna Grazia, Mendes, Nasi und so weiter. Darf ich mal sagen, das sind alles Menschen, die das Blut Jesu Christi ablehnen. Sonst wären sie Christen, würden sie an Jesus Christus glauben, dann wären sie aber keine Juden mehr. Hier wird das Evangelium vollkommen auf den Kopf gestellt, wird total verdreht. Ja, das kommt auf euch zu, das wird mehr werden, ja, das wird auch deutlicher werden, auch noch in der Politik. Ich möchte euch nur die Bewegung einfach mal zeigen, weil es hier so schön deutlich auch aufgeschrieben ist und ich sowieso vorhatte, Galater 3 auch mit euch mal zu lesen gemeinsam. Es ist klar, dass mit Hilfe des Gesetzes niemand vor Gott gerecht werden kann, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, Habakuk 2, Vers 4, also steht im Alten Testament schon, dass der Gerechte, der vor Gott gerecht ist, aus Glauben leben wird. Das ist auch immer mein Thema. Ihr hört immer, heute in Predigten geht es immer um den Wandel, um die Lebensführung, Lebensgestaltung, gelingendes Leben mit Jesus, erfüllte Sexualität, ja, dieses ganze Zeugs. Darum geht es nur peripher. Es geht darum, wie werde ich gerecht vor Gott? Wie kann ich dem künftigen Zorn Gottes entfliehen, der über die ganze Welt kommt, wegen der Gottlosigkeit, die hier ist? Das ist die Frage, die die Bibel stellt. Das ist die Frage, die die Bibel beantwortet. Das ist das, was Jesus Christus beantwortet auf Golgatha durch sein Sterben und Auferstehen. Nicht erfüllte Sexualität oder gelingendes Leben. Die Lebensführung ist auch sicher wichtig und richtig, aber die Gesetzeslehrer, die auf meine Videos hier reagieren, denen geht es immer um den Wandel. Dann heißt es immer, wenn ich sage, das Gesetz gilt für uns nicht mehr, ist das Erste, was ihnen einfällt.
dass ich damit wohl ausdrücken wollte, dass man in allen Sünden schwelgen könne. So ein Unsinn, ja. Also, aber da zeigen sie, was in ihren Herzen eigentlich ist, ja. Wenn das Gesetz nicht wäre, dann würden sie das tun. Aber das Gesetz hält sie davon ab, nicht Jesus Christus, sondern nur das Gesetz, weil sie ein gesetzliches Herz haben und im Gesetz stecken geblieben sind. Und das ist die Situation, die Paulus hier bei den Galatern vorfindet und die ihn erschrickt, wo er sagt, ihr törichten Galater, ihr törichten Gesetzeslehrer, ihr Dummköpfe, begreift ihr das nicht? Begreift ihr das nicht? Ja, es ist klar, dass mit Hilfe des Gesetzes niemand vor Gott gerecht werden kann, denn der Gerechte wird aus Glauben leben, das ist der positive Grund. Der negative Grund ist der, dass das Gesetz mit seinen vielen, vielen Geboten, ob 613 sind, weiß ja niemand. Ja, das ist eine Kabbala-Zahl. Ja? Das hat mit der tatsächlichen Anzahl der Gesetze hat das überhaupt nichts zu tun, sondern das ist eine Kabbala-Zahl. Ich will jetzt nicht erklären, wie die zustande kommt, nur dass ihr das mal gehört habt. Das Gesetz kann niemand halten, weil wenn man ein Gesetz übertreten hat, ist man des ganzen Gesetzes schuldig und das kann man nicht mehr ungeschehen machen. Damit ist man dann, hat man die Sache schon hinter sich, ja. Dann war es das dann auch. Und wer das Gesetz tut, der wird leben. Der Einzige, der das Gesetz wirklich getan hat, das war Jesus Christus. Und an den hängen wir uns, ja. An den hängen wir uns. Wir glauben an das, was er getan hat, weil wir das nicht tun konnten und auch nicht tun können und auch gar nicht mehr tun sollen. Ja, sondern das Heil geht durch den Glauben. Wenn ihr gerecht werden wollt vor Gott, müsst ihr glauben an das, was Jesus getan hat. Dann dürft ihr ruhen von euren Werken. Dann seid ihr im Sabbat. Und zwar jeden Tag im geistlichen, ewigen, wahrhaftigen, wirklichen Sabbat. In der Sabbatruhe Christi. In der Sabbatruhe des Glaubens an Christus. Das hat Israel nur im Modell 1:50 gelebt. Wie könnt ihr wieder zurückgehen zu diesen schwachen Vorschriften des Gesetzes, während ihr die große Sabbatruhe in Christus angeboten bekommen habt? Ja, da muss man wirklich töricht sein für, ihr törichten Galater, schreibt Paulus. Ja, das Gesetz jedoch gründet sich nicht auf Glauben. Hier gilt nur, wer seine Vorschriften befolgt, wird durch sie leben. Du musst das Gesetz musst du tun. Da kannst du nicht ans Gesetz glauben. Das Gesetz musst du selber tun. Ja. Du kannst alternativ dazu an das glauben, was Gott getan hat, oder du musst es halt selber tun. Ja, das Gesetz gründet sich nicht auf Glauben. Im Gesetz steht, du musst die Vorschriften befolgen. Es reicht nicht, das zu glauben. 3. Mose 18, Vers 5, nach der Septuaginta zitiert, ja. Die der Paulus wohl damals gelesen hat. Die übrigens keine Übersetzung von Christen ist. Die Septuaginta ist keine christliche Übersetzung. Die Septuaginta ist eine Übersetzung, eine jüdische Übersetzung von 70 jüdischen Rabbinern, die nach Ägypten gegangen sind, weil einer der Ptolemäerkönige gerne die hebräische Bibel auf Griechisch haben wollte. Die Septuaginta mit all ihren Übersetzungsfehlern sind keine Übersetzungsfehler von Christen, sondern sind Übersetzungsfehler von Juden. Muss man wissen, ja. Weil es auch Leute gibt, die Septuaginta da angreifen und das als Grund anführen, warum sie nicht an Jesus Christus, nicht ans Neue Testament glauben. Und dann sagen sie, das wären die fehlerhaften Übersetzungen der Christen. Das ist nicht wahr. Paulus hat die Septuaginta gelesen. Das sieht man hier an solchen Stellen auch, wie hier Galater 3, Vers 12, die leider an manchen Stellen fehlerhaft von den Juden übersetzt wurde. Aber es gibt viele deutsche Theologen, die den Juden geholfen haben, die Septuaginta da wieder zu korrigieren. Ich sage das nur so als kleinen Seitenhieb, ja. Von diesem Fluch des Gesetzes, hört ihr das? Die Rabbiner werden euch das Gesetz lieb machen. Ja, das Gesetz machen die euch lieb. Das ist ja auch, ihr wollt ja auch in den Himmel kommen und ihr wollt ja auch Jesus nachfolgen. Auch neutestamentliche Gesetzeslehrer machen das. Es gibt auch neutestamentliche Rabbiner. Es gibt auch alttestamentliche Rabbiner, ja? Neutestamentliche Rabbiner in Anführungszeichen, die machen euch das Gesetz lieb und die machen das Gesetz so heiß, dass ihr daran erstickt und kaputt geht und alle Freude am Glauben verliert. Paulus schreibt von einem Fluch. Dieses Gesetz ist ein Fluch, den Gott ausgesprochen hat über die Menschen, damit sie daran sehen sollen, dass sie unter dem Fluch Adams stehen, dass wir von Erde sind und das Gesetz nicht halten können. Warum? Weil das Gesetz geistlich ist und heilig ist und gerecht und gut. Ja, das sind wir aber nicht mehr. Und das sollen wir am Gesetz sehen, dass wir das Gesetz wohl halten wollen und Gott das auch sagt, wer das hält, der soll leben. Aber dass wir das Gesetz nicht halten können, dann kommen wir in eine Riesennot hinein. Und in dieser Not besucht uns Christus und sagt, ich habe das Gesetz für euch gehalten. Jetzt sollt ihr mir nachfolgen und ihr sollt meine Freunde sein, Gott sagt, meine Kinder in Christus sein. Ihr sollt Kinder Abrahams sein, weil er an Jesus Christus glaubt, weil er glaubt, wie Abraham glaubt, ja. Und ihr dürft das Gesetz des Geistes halten, ja. Und das besteht nur aus zwei Geboten: Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das ist schon alles, ja.
von diesem Fluch des Gesetzes, denn das Gesetz, weil das getan werden muss, es muss befolgt werden, es muss sklavisch befolgt werden. Und von diesem Fluch des Gesetzes hat Christus uns freigekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch auf sich nahm. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Wut bei den Pharisäern erzeugt hat, wenn der Paulus das geschrieben hat? Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Wut das bei den heutigen Pharisäern erzeugt, wenn die Pharisäer das lesen? Könnt ihr euch das vorstellen? Die hassen den Paulus noch mehr als Jesus, weil Paulus das alles so fein säuberlich ausformuliert hat. Ja? Wie kein anderer im Neuen Testament. Wunderschön. Christus wurde ein Fluch für uns. Ah, hier steht es ja auch, ja? Indem Christus an unserer Stelle den Fluch auf sich nahm, denn es steht geschrieben, wer am Kreuz hängt, ist verflucht. Ja? 5. Mose 21, 23. Ich lese auch hier nochmal die alte Lutherbibel, ich mag die da so, ja? Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er ward ein Fluch für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jedermann, der am Holz hängt, ja, da steht im Alten Testament nicht Kreuz. Warum das in der neuen evangelistischen Übersetzung so übersetzt ist, weiß ich nicht. Der mag seine Gründe dafür haben, aber im Alten Testament steht nichts vom Kreuz. So deutlich steht es nicht im Alten Testament, sondern da steht vom Holz. Verflucht ist jedermann, der am Holz hängt, ja. Da haben die Juden dann auch, die Rabbiner meinen, das wäre der Galgen, das Galgenholz, aber es war das Kreuz von Golgatha, ja. Christus hat uns von diesem Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er unseren Platz eingenommen hat. Ja, der Platz, der uns zugewiesen wird durchs Gesetz, der ist in der Hölle und in der Verlorenheit. Und diesen Platz hat Jesus eingenommen. Der hat an unserer Stelle hat er den Fluch auf sich genommen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist, wer am Holze hängt oder wer am Kreuz hängt, ist verflucht. So sollte der Segen, den Abraham erhielt, nicht Israel, Abraham. So sollte der Segen, den Abraham erhielt, durch Jesus Christus zu allen Völkern kommen. Ja, das ist das, was die Bibel sagt. Und jetzt sagt dieser christliche Lehrer, dass wir durch den Glauben an Jesus auch als Nichtjuden Anteil an dieser Segensverheißung haben, als ob wir so Juden zweiter Klasse wären. Ja, der ganze Artikel hier, auch mit seinen ganzen Beispielen hier, auch das, da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, den habe ich schon mal von einem amerikanischen Rabbiner gehört, genau in der Machart. Ja, aber vom Paulus, vom Galaterbrief, vom Evangelium lese ich hier nichts. Ja, ganz am Anfang, er sichert sich natürlich ab und sagt diese bekannten Worte Jahwes an Abraham aus 1. Mose 12 finden ihre ultimative Erfüllung in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Durch den Glauben an ihn haben wir auch als Nichtjuden Anteil an dieser Segensverheißung. Aber der restliche Artikel, der erstreckt sich hier über 3 Seiten, der bezieht sich nur auf die Juden und dass man den Juden gegenüber immer freundlich sein muss, weil man dadurch gesegnet würde. Das ist falsch. Das ist Lüge. Ja, das ist falsch. Wenn man an Jesus Christus glaubt, dann wird man gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Und so sollte der Segen, den Abraham erhielt, nämlich vor Gott gerecht sein zu dürfen, durch Jesus Christus zu allen Völkern kommen, damit wir durch den Glauben den zugesagten Geist empfingen, um Gottes Gesetz zu verstehen, und zwar um Gottes inneres Gesetz zu verstehen, den inneren Sinn des Gesetzes. Ja, dafür, das ist der Segen Abrahams. Hier Luther schreibt, auf dass der Segen Abrahams unter die Heiden käme in Christo Jesu und wir also den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Das war das große Segenserbe, wiedergeboren zu werden durch den Glauben. Das haben die Juden ausgeschlagen. Und deswegen kann durch die Juden kein Segen kommen. Weil die Jesus Christus nicht haben, weil die Gottes Geist nicht haben, was wollten die uns Christen denn geben, was wir nicht schon hätten? Einen Tempel? Der sind wir selber. Und sie haben keinen. Ein Opfer, das haben wir in Jesus Christus und sie haben keins. Reinigung von den Sünden, die haben wir im Blut Christi und sie haben keine. Was wollten sie uns geben, was wir nicht schon längst hätten? Ja, wir haben auch ein Osterlamm, ein Passahlamm geschlachtet, sagt Paulus. Ja, wir haben einen Tempel, wir haben einen Passahlamm, wir haben einen hohen Priester. Sie haben keinen hohen Priester. Was wollen sie uns geben? Gesetz? Ein Gesetz wollen sie uns geben. Ein Gesetz, was 430 Jahre nach Abraham kam. Hört ihr das? Und dieser Artikel hier,
Wenn man es vorsichtig ausdrückt, dann ist das schwach. Ich lasse es mal dabei, ja? Liebe Geschwister, nehmen wir ein Beispiel aus dem täglichen Leben. Wenn jemand ein Testament rechtskräftig aufgesetzt hat, wenn es ums Erbe geht, dann kann niemand es für ungültig erklären oder etwas hinzufügen. Okay? Jemand vererbt was, er macht ein Testament und das Testament steht. Und das Testament kann man nicht mehr ändern. Ja? Das ist einmal verfasst worden. Man kann das natürlich notariell ändern. Aber wenn es aufgesetzt ist, rechtskräftig aufgesetzt ist, dann kann kein Erbe da was wegtun oder zutun. Niemand Dritter kann sich da reinmengen. Ja? Das ist ein Testament, das steht und fertig. Und dann sagt er, so ist es auch mit den Zusagen, die Gott dem Abraham und seinen Nachkommen geschenkt hat. Ja? So ist es auch mit den Zusagen, die Gott dem Abraham und seinem Nachkommen geschenkt hat. Wer ist denn der Nachkomme Abrahams? Isaak? Isaak ist ein Bild auf Christus. Christus ist der Nachkomme Isaaks. Schreibt der Paulus auch hier. Ja? Er sagt übrigens nicht den Nachkommen, als ob es viele wären. Moment, jetzt muss man nochmal lesen. So ist es auch mit den Zusagen, die Gott dem Abraham und seinem Nachkommen geschenkt hat. Und dieser Nachkomme ist Christus. Paulus schreibt das, ja, wir lesen das ja hier. Ach, ich zeige es euch, und das ist Christus. Die Zusagen, die Gott dem Abraham und seinem Nachkommen geschenkt hat, die gelten für Abraham und für Christus. Denn durch Jesus Christus sollte der Segen Abrahams zu allen Völkern kommen. Ja? Und Gott sagt übrigens nicht den Nachkommen, als ob es um Israel ginge. Hört ihr das? So ist es auch mit den Zusagen, die Gott dem Abraham und seinem Nachkommen, in der Lutherbibel steht, auch im Alten Testament steht, seinem Nachkommen, seinen Erben, seinem erbberechtigten Nachkommen. Das ist Christus. Das sind die Zusagen, die Gott dem Abraham und seinem Nachkommen, das ist Christus, geschenkt hat, dass der Segen Abrahams, der Segen, den Abraham erhielt, durch Jesus Christus zu allen Völkern kommen sollte. Uns zum Heil. Die Juden haben hier gar nichts zu suchen. Ja? Die werden auch gar nicht erwähnt hier. Und dann Paulus sagt ja auch hier, und das ist in den Augen vielleicht des Autors hier durchaus ein falscher Satz, aber der steht nun leider mal in der Bibel, ja. Er sagt, Gott sagt übrigens nicht den Nachkommen, ja, als ob Gott die Zusagen dem Abraham und den Nachkommen, nämlich ganz Israel, geschenkt hätte, sondern es ist von einem die Rede, deinem Nachkommen, und das ist Christus. Ja, Paulus sagt damit, der Segen Abrahams, der ging nicht auf Israel über, aufs ganze Volk, sodass jeder, der jetzt von Abraham abstammt, nach dem Fleisch auch direkt ein Kind Abrahams wäre, sondern, sagt er mal im Römerbrief, in Isaak sollte der Same, der Nachkomme genannt werden, wieder Singular, wieder Einzahl. Ja, und dieser Nachkomme, den Abraham hatte, das ist Christus. Das bedeutet, dass Israel sich hier einen Segen nimmt, der Israel nicht gehört, der den Pharisäern nicht gehört und der den Juden auch gar nicht gehört. Wem gehört denn der Segen, der Abraham zugesagt worden ist? Abraham und seinem Nachkommen, das ist Christus. Damit bestehlen die Juden Christus. Ja? Um den Segen, der Christus gehört. Und um den Segen, der durch Christus zu allen Völkern kommt, zu denen aus den Völkern, die glauben und das Erbe empfangen haben, nämlich den Geist Gottes. Ja? Die Nachkommen Abrahams, das ist Christus und die Gemeinde, die werden gesegnet mit dem gläubigen Abraham, haben wir oben gelesen, ja? Ich müsste jetzt suchen, ich finde das hier in der neuen evangelistischen Übersetzung nicht so schnell, ja. Wir sind mit,
So sollte der Segen, den Abraham erhielt durch Jesus Christus, zu allen Völkern kommen, damit wir durch den Glauben den zugesagten Geist empfingen. Das ist das Erbe, ja, das ist das Testament, was aufgesetzt wurde, das ist die Verheißung, dass Gott Abraham segnen wollte. Er sagt, weil du das getan hast, weil du deinen Sohn nicht verschont hast, deswegen will ich dich segnen und deine Nachkommen sollen werden wie die Sterne am Himmel. Ein Himmelsvolk, ein himmlisches Volk. Und dieses Himmelsvolk sind die Christen, die an Jesus Christus glauben. Die sind Abrahams Nachkommen, ja. So ist es auch mit den Zusagen, die Gott dem Abraham und seinem Nachkommen geschenkt hat. Ja, dass nämlich dieses Testament rechtskräftig ist zwischen Abraham und Christus. Das kann niemand ändern. Das kann auch nicht das Gesetz ändern, das 430 Jahre später kam. Ja, diese Verheißung ist an Abraham gegeben und die gilt auch dem Nachkommen Abrahams, nämlich Christus, dass der Segen Abrahams zu den Völkern kommen sollte, die glauben an Jesus Christus. Und diese Verheißung, dieses Testament, dieser Bund, das ist ein Bund mit Abraham, dieses Testament, das kann nicht geändert werden durch das Gesetz, das 430 Jahre später erst kam. Liebe Geschwister, nehmen wir ein Beispiel aus dem täglichen Leben. Wenn jemand ein Testament rechtskräftig aufgesetzt hat, dann kann niemand es für ungültig erklären oder etwas hinzufügen, auch Israel nicht. Dieses Testament, dieses Bündnis, dieser Bund, dieser Segensbund, der ist mit Abraham rechtskräftig geschlossen worden vor Gott. Und den nimmt Gott nicht zurück. So wenig wie er die Segensverheißung durch Isaak zurückgenommen hat. Selbst wenn er dem Abraham gesagt hat, er soll ihn opfern, nimmt Gott die Segensverheißung nicht zurück, sondern die bleibt bestehen, sodass Abraham sagt, ja, dann muss Gott Jesus wieder auferwecken von den Toten. Dann wird Gott Isaak wieder auferwecken von den Toten. Jetzt habe ich es gerade verwechselt, ja, Isaak und Jesus, ja. So ist es auch mit den Zusagen, die Gott dem Abraham und seinen Nachkommen geschenkt hat. Er sagt übrigens nicht den Nachkommen, als ob es viele wären, als ob es sich schon um Israel handeln würde. Das sagt er nicht. Sondern er spricht von dem einen. Es ist von einem die Rede, deinem Nachkommen, das ist Christus. Und jetzt macht dieser Autor hier daraus, die Geschichte zeigt, dass jüdische Menschen ein Segen für andere Menschen und Völker waren. Nein, die Juden sollten eifersüchtig werden auf die Christen, die an Jesus Christus glauben und ihnen auch nacheifern. Das sagt die Bibel. Ja. Und jetzt macht der Mann hier raus, dass jüdische Menschen ein Segen für andere Menschen und Völker wären. Wenn steht in 1. Mose 12, Vers 3, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen, dann sind damit die Christen gemeint. Gott will die segnen, die an Jesus Christus glauben, und er will die verfluchen, die nicht an Jesus Christus glauben, oder die Christen verfluchen, die will Gott auch verfluchen. Ja, aber die Juden glauben ja auch nicht an Jesus Christus. Genau, das ist ja auch das Schicksal von ihnen in den letzten 2000 Jahren. Und hier wird etwas auf den Kopf gestellt, wo uns Leute verwirren wollen. Das sind nur ein paar wenige, die uns verirren und verwirren wollen. Haben wir doch hier oben auch gelesen. Es gibt nur ein paar Leute, die euch verwirren und die Heilsbotschaft des Messias auf den Kopf stellen wollen. Und das passiert hier. Genau das passiert hier. Gibt es ein paar, die euch verwirren wollen und die Heilsbotschaft Gottes auf den Kopf stellen wollen. Paulus sagt, ich will damit sagen, wenn Gott einen Bund rechtskräftig bestätigt hat, und zwar für Adam und für Christus, dann wird dieser Bund durch das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig. Der Bund gilt weiter. Und wenn wir glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist, dann ist dieser Bund für uns gültig, selbst wenn das Gesetz gekommen ist und außerhalb vom Gesetz. Deswegen gilt das Gesetz nicht mehr, weil Jesus uns von diesem Fluch des Gesetzes freigekauft hat. Ja, es gilt für alle Rabbiner und für alle Gesetzeslehrer aus dem Neuen Testament. Paulus sagt, ich will damit sagen, wenn Gott einen Bund rechtskräftig bestätigt hat für Abraham und auch für Christus, dann wird dieser Bund, dieses Testament des Glaubens auch nicht durch das 430
Jahre später entstandene Gesetz ungültig erklärt. Ja? Das Gesetz kann die Zusage nicht außer Kraft setzen. Wieso wendet ihr euch dann dem Gesetz zu und wollt den Sabbat wiederhalten, wollt den Zehnten geben und wollt Speisegebote einführen und wollt Tag und Fest und Jahre und all diese ganzen Sachen halten? Was ist denn los mit euch? O ihr unverständigen Gesetzeslehrer, sagt Paulus hier. Dann sagt er, denn wenn der Erhalt des Erbes vom Gesetz abhinge, dann käme es nicht mehr aus einem Versprechen, aus Verheißung, sagt Luther. Gott aber hat es Abraham durch ein Versprechen zugesagt. Und er nimmt das nicht zurück. Und dieses Versprechen Gottes an Abraham heißt, der Gerechte wird aus Glauben leben, ja, und durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Und er glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Gott zu glauben, darum geht's, nicht das Gesetz zu halten. Denn wenn der Erhalt des Erbes vom Gesetz abhinge, dann käme es nicht aus einem Versprechen, nicht aus einer Zusage Gottes, aber Gott hat es Abraham durch ein Versprechen zugesagt. Wozu aber dann das Gesetz? Wieso gibt er das Gesetz überhaupt 430 Jahre später am Sinai? Hätte er doch nicht mehr gebraucht, oder? Paulus sagt, das Gesetz wurde hinzugefügt, um die Gesetzesübertretungen sichtbar zu machen. Damit jeder Mensch am Gesetz sehen kann, welches Gesetz er wo übertreten hat. Lass dich nicht gelüsten, ja? Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Du könntest das ganze Gesetz lesen, ja? Lass dich nicht neidisch machen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Du sollst dich töten, du sollst dich Ehe brechen. Das ist das, was im Gesetz steht. Kann sich jeder messen dran. Auch wir Christen, die wir wiedergeboren sind. Ist gar nicht schlecht, ja? Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Das wurde hinzugefügt, um die Gesetzesübertretungen sichtbar zu machen, ja, sodass jeder es nachlesen kann. Und zwar so lange, bis der Nachkomme käme. Welcher Nachkomme denn? Der Nachkomme Abrahams. Bis Christus käme, dem das Versprechen galt. Das Gesetz ist durch Engel mit Hilfe eines Vermittlers erlassen worden. Da sagt Paulus nochmal in der Apostelgeschichte, dass das Gesetz durch die Engel erstellt und gestellt wurde, ja. Ein Vermittler steht jedoch nie nur für eine der Parteien. Gott aber ist nur einer. Also da brauchst du noch einen Mittler und dieser Mittler ist Jesus Christus, ja? Unser Mittler ist Jesus Christus. Das Gesetz, das wurde durch die Engel am Sinai von Gott den Engeln gegeben und die Engel haben es dem Mose gegeben. Ja? Es ist durch Engel mit Hilfe eines Vermittlers erlassen worden. Dieser Vermittler war Mose. Aber ein Vermittler steht jedoch nie nur für eine der Parteien. Gott aber ist nur einer. Wir brauchen aber einen göttlichen Vermittler. Einen Jesus Christus, der zwischen uns und Gott vermittelt. Ja? Spricht das Gesetz denn gegen die Zusagen Gottes? Natürlich nicht. Das wäre nur der Fall, wenn es zum Leben führen könnte. Nur dann würden Menschen durch Befolgen des Gesetzes von Gott als gerecht angesehen. Ja? Das Gesetz, wenn man das Gesetz komplett halten würde, von der Wiege bis zur Bahre, dann würde man auch ewig leben. Ja? Wer das Gesetz hält, soll leben. Ja? Da kann sich dann jeder selber prüfen, ob er das eingehalten hat. Und wenn er es einmal übertreten hat während seines Lebens und wenn es auch nur ein Gebot ist, dann ist es vorbei. Ja, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, durchs Gesetz gerecht zu werden. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, ja gut, wir wollen ja durch das Gesetz nicht gerecht werden, aber wir wollen das Gesetz tun, weil das steht ja so in der Bibel, ja, dass wir das Gesetz tun sollen. Da muss ich euch sagen, ihr habt keine Schriftteilung. Selbst der Paulus als Jude hat das Gesetz nicht mehr gehalten. Ja, da schreibt er auch von dem Galaterbrief, kommen wir später nochmal drauf, wenn wir in Galater 4 gehen. Selbst Titus und Timotheus, doch Timotheus hat er beschneiden lassen. Titus wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen, obwohl sie auf dem Apostelkonzil in Jerusalem waren, bei den Rabbinern, wo viele Eiferer des Gesetzes da gewesen sind. Selbst die haben Titus nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Da wird immer gesagt, ja gut, aber wir wollen das ja nicht tun, um vor Gott gerecht zu werden, sondern weil Gott das gesagt hat. Selbst Paulus hat das Gesetz nicht mehr gehalten. Warum nicht? Weil der sonst mit den Heiden überhaupt nicht hätte essen dürfen zu Mittag. Das hätte das Gesetz ihm verboten. Er durfte gar keinen Kontakt zu Heiden haben, zu Goyim, zu Nichtjuden. Der durfte zu euch keinen Kontakt haben. Dann wäre das Evangelium gar nicht zu euch gekommen, ihr Gesetzesfreunde. Ja? Weil ein Jude gar keinen Kontakt haben durfte mit euch Unbeschnittenen. Deswegen hat Paulus auch nicht mehr gelebt wie ein Jude. Er sagt ja auch zu Petrus, wenn du, der du als Jude nicht jüdisch lebst, warum zwingst du die Nicht-Juden jüdisch zu leben? Ja?
Hört ihr das, ihr törichten Galater? Aber die Schrift erklärt, dass die ganze Welt von der Sünde gefangen gehalten wird. Das zeigt das Gesetz, ja, weil das Gesetz heilig, gerecht und gut ist, weil das Gottes Wille ist in Buchstaben. So sollte das Zugesagte durch den Glauben an Jesus Christus denen geschenkt werden, die glauben. Wer nur glaubt an Jesus, dem wird es geschenkt. Dem wird die Gerechtigkeit geschenkt. Das ist geschenkt. Ja? Und trotzdem wissen wir, auch als Wiedergeborene, dass in der Schrift erklärt wird, dass die ganze Welt von der Sünde gefangen gehalten wird. Die ganze Welt. Und jeder Mensch, wenn er wirklich drüber nachdenkt und überlegt, auch wenn er die Bibel jetzt nicht so gut kennt, der weiß, dass das stimmt. Der weiß, dass das stimmt. Ist nicht so schwer zu verstehen. Ja? In der Diskussion, ob es einen Gott gibt oder nicht, gibt es nur drittklassige Denker und Philosophen. Denn die Erstklassigen wissen, dass es einen Gott gibt und die Zweitklassigen, die denken gerade drüber nach. Ja. Die Schrift erklärt, dass die ganze Welt von der Sünde gefangen gehalten wird. Dazu ist das Gesetz da. Das ist der Sinn des Gesetzes. Ja, dass die ganze Welt weiß, weil sie es lesen kann, nachlesen kann, was sie tun soll, was sie nicht tun soll, was verboten ist und was erlaubt ist, weil das kann man auch in den 10 Geboten sehen, gar keine Frage, dann weiß die ganze Welt, dass sie von der Sünde gefangen gehalten wird. So sollte das Zugesagte, nämlich der Segen der Wiedergeburt und die Gerechtigkeit vor Gott, durch den Glauben an Jesus Christus denen geschenkt werden, die bloß glauben. Ja, um mehr geht's ja nicht. Ein wirklicher Jude, was ist ein Jude? Ein Jude ist jemand, der Gott glaubt, sonst ist er kein Jude. Ja? Aber wenn er wirklich Gott glaubt, dann muss er auch glauben an Gott von dem Zeugnis, was Gott von Christus getan hat. Ja, dann muss er Christ werden. Ja? Aber das ist absurd, dass die, die sich als Juden bezeichnen und als gottesfürchtig und als die, die das Gesetz halten wollen, dass gerade die nicht an Jesus glauben, und zwar seit 2000 Jahren nicht. Und so wollen die ein Segen werden für die Heiden? Die Christen sind ein Segen geworden für die Heiden. Christus ist ein Segen geworden für die Heiden, aber die Juden nicht. Ja, auch kein Maimonides, um das mal zu sagen. Denn man muss mal lesen, was Maimonides geschrieben hat im Talmud. Der Talmud ist babylonisch und der Juden verderben. Ich bin erschüttert über diesen Artikel hier, wirklich. So führte das Gesetz uns wie ein streng ermahnender Erzieher zu Christus, damit wir durch den Glauben vor Gott als gerecht anerkannt werden. Das Gesetz führt zu Christus. Der Gesetzeslehrer führt ins Gesetz. Das Ziel des Gesetzeslehrers ist, dass ihr das Gesetz haltet. Das Ziel des Paulus war, über das Gesetz zu Christus hinzuführen und in Christus frei zu werden. Das ist der Sinn des Evangeliums. Deswegen heißt Evangelium auch frohe Botschaft. Ja? Der Gesetzeslehrer will, dass ihr das Gesetz haltet. Der will euch unter das Joch des Gesetzes zwängen. Und in dem Moment, wo ihr dem nachgebt, sagt er, ja, ich bin ja schon viel länger als ihr im Glauben und ich bin schon länger im Gesetz, sage ich jetzt mal. Ja, kenne mich auch viel besser aus im Gesetz und deswegen drückt er euch unter seine Füße. Ja, so läuft das. Paulus nimmt das Gesetz nur als Mittel. Das Gesetz ist für Paulus kein Ziel. Christus ist das Ziel des Gesetzes. Ja? Der ist des Gesetzes Ende, Abschluss, Ausgang, Ziel, Telos. Ja? Und das steht auch hier. Paulus schreibt, so führte das Gesetz uns wie ein streng ermahnender Erzieher zu Christus. Während die Gesetzesleute und die Galater nichts verstanden haben, sondern in der stumpfen, numpen Befolgung von alttestamentlichen Geboten in Gesetzen mit Tagen und Jahren und Speisegeboten, deren Gott ihr Bauch ist, sagt Paulus. Ja? Da meint er nicht das Schwelgen in irgendwelchen überteuerten Restaurants, sondern er meint damit die jüdischen Speisegebote. Das sagt, die beten ihre Gedärme an. Das schreibt er eigentlich da. Ja? Indem sie versuchen, das Gesetz wieder einzuhalten, glauben sie, dass sie schon vor Gott gerecht werden würden. Aber gerecht sind die, die an Gott glauben, was er in Christus getan hat. Ja, und damit sind wir nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes. Aber das Gesetz führte uns wie ein streng ermahnender Erzieher zu Christus, damit wir durch den Glauben vor Gott als gerecht anerkannt würden. Von wem? Von Gott selber. Das ist Heilsgewissheit. Denn das Gesetz halt weiß ja nie, ob er genug getan hat, ob er das Gesetz auch ausreichend erfüllt hat. Da muss ja den ganzen Talmud, ich habe den Talmud hier stehen, das ist so ein Ding, passt ja gar nicht drauf. Also das hier ist ungefähr ein Drittel vom Talmud. Also dreimal diese Breite an Büchern, das ist Talmud. Da kann ja niemand Heilsgewissheit haben. Aber wenn wir glauben an das, was Gott getan hat in Christus,
Naja, was Christus getan hat, das reicht. Ja, und wenn Gott das als Verheißung dazu gibt, dann können wir sicher sein, dass wir zum Heil gefunden haben, ja, dass wir in Jesus Christus zum Heil gefunden haben. Nachdem nun der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter einem Erzieher. Wir sind nicht mehr unter Gesetz. Das werfen mir ja viele immer im Internet vor. Das schreibt der Paulus hier wörtlich. Nachdem nun der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter dem Erzieher. Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr mündige Kinder Gottes geworden. Habe ich schon ganz viele Videos drüber gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte kleiden soll, ja. Wir folgen dem Gesetz des Geistes, wir folgen dem Gesetz Christi, wir folgen dem Gesetz der Freiheit. Wir sind frei gemacht vom Gesetz, weil wir gebunden sind an Jesus Christus. Ja, weil wir eine neue Natur haben. Ja, weil wir wiedergeboren sind, von neuem geboren sind. Und dieser neue Mensch ist nicht unter Gesetz, der ist frei. Und der Alte, ja, der stirbt so oder so. Ja, der hat seine 70 oder 80 Jahre hier auf der Erde und dann ist vorbei. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir mündige Kinder Gottes geworden. Warum? Weil wir denselben Glauben haben, den Abraham hatte, dass er auch an die Auferstehung glaubte. Ja, wenn Abraham bei der Kreuzigung Jesu dabei gewesen wäre, hätte Abraham zu den Jüngern gesagt, Jesus kann nicht tot bleiben. Da hätten die Jünger gesagt, wieso? Der ist doch gerade gestorben auf Golgatha, der liegt im Grab. Ja, sagt Abraham, aber auf Jesus liegt alle Verheißungen Gottes, wie bei meinem Sohn Isaak auch. Und weil die Verheißungen Gottes auf Jesus liegen, muss Jesus auferstehen. Das wäre das gewesen, was der Abraham zu den Jüngern gesagt hätte, wenn Abraham bei der Kreuzigung dabei gewesen wäre. Hört ihr, wie groß der Glaube Abrahams ist? Deswegen ist Abraham tatsächlich ein Vater des Glaubens. Ja, und deswegen wird der Glaube, wenn wir auch an die Auferstehung Jesu Christi glauben, so wie Abraham an die Auferstehung des Isaaks, dann reicht das. Das ist ausreichend. Da braucht man kein Gesetz noch dazu. Ja, durch den Glauben sind wir mündige Kinder Gottes geworden. Wir haben Gottes Gedanken verstanden in Christus. Und wir danken unserem Vater im Himmel, dass er uns den Sohn geschickt hat. Das ist etwas Besonderes. Denn ihr alle, soweit ihr in Christus hineingetaucht oder hineingetauft worden seid, seid ja mit Christus bekleidet. Unsere Bedeckung ist nicht wie im Paradies durch ein paar Äste und ein paar Blätter, sondern unsere Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit Christi, die ist uns gar nicht eigen, die wird uns zugerechnet. Und aus Dankbarkeit, dass wir diese Gerechtigkeit bekommen haben, wandeln wir auch ordentlich und nicht in allen Sünden. Ja? Aber das ist umgekehrt. Die Gesetzesleute, die wollen immer Gesetze tun, auch im Neuen Testament, ja, damit sie gerecht werden, damit sie passend werden vor Gott. Und dann spiegeln sie sich da drin, sagen, guck mal, ich bin schon weiter wie du. Bei uns ist es umgekehrt. Wir sind schon gerecht geworden vor Gott, weil wir an Jesus Christus glauben und deswegen wandeln wir ordentlich. Das ist genau umgekehrt. Aber diese Auseinandersetzung ist 2000 Jahre alt und die werde auch ich nicht auflösen, die werdet auch ihr nicht auflösen. Die bleibt bis zum Schluss. Warum? Weil die sein soll. Die muss sein. Weil hier sich Geist und Fleisch voneinander scheiden. Das muss sein, diese Gesetzeslehrer müssen offenbar werden und die Gnadenkinder müssen auch offenbar werden. Deswegen ist diese Auseinandersetzung auch in Galatien gewesen. Deswegen sagt der Paulus, wenn es denn wirklich umsonst war. Ist ja gar nicht umsonst gewesen, ja. Sondern damit wird ja nur offenbar, auf welcher Seite die einzelnen Galater gestanden haben, ja. Und diese Auseinandersetzung in Galatien erlaubt uns ja auch nach 2000 Jahren noch, diese Sachen hier beim Paulus lesen zu dürfen. Denn ich kann mich ja immer hinter dem Paulus verstecken. Ich kann ja immer sagen, das sagt ja gar nicht ich, das sagt ja der Paulus. Ich erkläre ja nur, was der Paulus schreibt. Ja, aber es ist auch, wie es immer war, das geht dann immer dann gegen mich oder gegen jeden anderen Prediger, der das auch sagt, wird dann immer persönlich relativ schnell. Aber ist ja gar nicht meine Meinung. Ich erkläre ja nur das, was Paulus hier schreibt und freue mich da mit euch dran. Mehr ist es ja nicht, ja. Das heißt also, diese Auseinandersetzung in Galatien war überhaupt nicht umsonst, ja. Wenn es denn umsonst war, hier sagt Paulus ja, falls es wirklich vergeben war, was sie da erfahren haben. Zumindest war das mal dazu gut, dass wir nach 2000 Jahren uns hier mit dem Brief noch beschäftigen können. Und das eigentlich mit in unsere Situation hereinspricht, hier mit diesem Papierchen hier, was ich hier euch gezeigt habe, ja. Das ist ja nicht mal das Papier wert, was da drauf geschrieben ist, ja. Das ist jemand, der euch durcheinander machen will, ja. Bevor es diesen Glauben gab, wurden wir vom Gesetz gefangen gehalten. Wir waren eingeschlossen bis zu der Zeit, in der der Glaube bekannt gemacht werden sollte. Die Juden waren unter dem Gesetz verschlossen, bis zu der Zeit, als der neutestamentliche Glaube gepredigt wurde in Jesus Christus. So führte das Gesetz uns wie ein streng ermahnender Erzieher zu Christus, damit wir durch den Glauben vor Gott als gerecht anerkannt werden würden. Ist gar nicht unser Verdienst. Wir glauben an etwas, was jemand anders getan hat. Nachdem der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter dem Erzieher.
Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr mündige Kinder Gottes geworden. Denn ihr alle, soweit ihr in Christus hineingetaucht worden seid, seid ja mit Christus bekleidet, mit der Gerechtigkeit Christi seid ihr bekleidet, ist alles gut geworden. Ja? Da gibt es nun keine Juden oder Nichtjuden mehr. Ich lese nochmal diese Verse hier. Diese bekannten Worte Jahwes an Abraham aus 1. Mose 12 finden ihre ultimative Erfüllung in unserem Herrn Jesus, in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Damit sichert er sich ab, ja? Damit er auch was für die Christen geschrieben hat. Durch den Glauben an ihn haben wir auch als Nichtjuden Anteil an dieser Segensverheißung. Nein, es ist genau umgekehrt. Diese Segensverheißung ist für uns Christen. Ob wir denn Juden oder Christen oder Heiden wären, ob wir aus Israel gebürtig sind oder aus Europa oder aus Asien oder aus Amerika oder aus Grönland, das spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Warum? Weil es keine Juden oder Nichtjuden mehr gibt. Das gibt es nicht mehr. Dieser Unterschied ist aufgehoben. Warum denn? Weil in Christus alles eins ist, ob wir Jude sind oder nicht. Es kommt aber darauf an, ob wir in Christus sind. Und das war Maimonides nicht und Isaac Abrabanel auch nicht und Donna Gratia Mendes Nasi nicht und alle möglichen anderen Juden waren es auch nicht, ja. Sie waren Feinde des Evangeliums. Sie waren Feinde Jesu Christi. Und die werden hier von einem Christen dargestellt, dass die ein Segen für die Welt wären. Da hat jemand die Seiten gewechselt. Deswegen sage ich, da gibt es nur einige, die euch durcheinander machen wollen und das Evangelium Jesu Christi auf den Kopf stellen. Das passiert hier. Ja, es passt mir eigentlich ganz gut, weil ich das schon lange vorhatte, hier dieses Kapitel 3 zu machen im Galaterbrief, nachdem ich die ersten beiden Kapitel ja schon besprochen hatte. Und es kommt zufälligerweise gerade hier so eine Aussage, so ein Artikel. Zufälligerweise, ja. Paulus sagt also in Vers 28, da gibt es keine Juden oder Nichtjuden mehr. Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Nicht mal Männer oder Frauen gibt's mehr. Das ist kein Unterschied mehr in Christus. Ja? Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem geworden. Moment mal. Deswegen Abrahams, der galt Abraham und seinem Nachkommen. Seinem Nachkommen, der Christus ist. Ja. Aber wenn wir in Christus sind, dann sind wir ja alle zu einem geworden. Ja, zum Leib Christi. Ja. Ja, dann gehört der Segen und die Verheißung Abrahams gehört dann auch uns, weil in Christus sind wir Nachkommen Abrahams und Erben. Ja. Warum schreibt der Mann keine vier Seiten davon in seinem Ding hier? Warum schreibt er davon keine vier Seiten? Warum schreibt er davon, dass der Anteil des jüdischen Volkes an der Weltbevölkerung 0,19% ist und dieses ganze Thema mit Antisemitismus und diese Themen, ihr wisst das ja, ich habe da auch einige Videos schon von gemacht. Eins ist auch mal gelöscht worden, ja, muss man ein bisschen vorsichtig sein im Moment, weil es immer weniger politisch korrekt wird. Das hier, das was wir hier schreiben, das ist politisch korrekt, aber biblisch falsch und dreht alles auf den Kopf. Aber was haben wir denn da für komische Zeiten? Dann haben wir ja fast Zeiten wie vor 2000 Jahren. Das würde ja bedeuten, dass man die Juden und die Rabbiner und die Talmudisten nicht mehr kritisieren darf, weil man sonst ein Problem hat und vielleicht sogar flüchten muss. Ja, das war doch damals so. Wie kommt das denn heute plötzlich wieder auf? Naja, weil wir Endzeit haben. Tja, aber dann wäre ja Galater 3 eigentlich politisch nicht mehr so ganz korrekt. Es gibt hier keine Juden oder Nichtjuden mehr. Goyim, Heiden, ja. Denn wir sind alle in Christus einer geworden. Ja, das stimmt, das ist politisch nicht so ganz korrekt. Mal gucken, wie lange man die Bibel noch lesen kann. Gucken, wie lange man die Bibel noch auslegen darf, was da so alles auf uns zukommt noch. Aber solange die Möglichkeit besteht, machen wir das, ja? Aber ihr wisst, was ich damit meine. Wenn ihr aber Christus gehört, seid ihr Abrahams Nachkommen und habt Anspruch auf das zugesagte Erbe. Das ist ja wohl der Gipfel. Hier ist Israel vollkommen außen vor. Hier ist die Verheißung gilt nicht für die vielen, sondern diese Verheißung gilt nur für einen, Christus. Aber wenn ihr Christus angehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen und dann habt ihr, die ihr an Jesus glaubt, Anspruch auf das zugesagte Erbe. Ist das nicht schön? Dagegen fällt dieses Pamphlet hier dermaßen ab. Das ist so dünn, so fadenscheinig, so durchsichtig, so politisch richtig, ja.
Aber das, was Paulus hier schreibt, das ist Herrlichkeit, das ist Glaubenssicherheit. Dieser Mann hat das Gesetz tatsächlich verstanden, oder? Das, was Gott wollte. Das ist unfassbar. Und ich bin froh, dass ich mich da auf den Paulus beziehen darf, weil der das in Worte gefasst hat. Die sind durch den Heiligen Geist gewirkt. Anders kann man das nicht sagen, ja? Und diesen Galater 3, wenn man den liest, dann bekommt man Heilsgewissheit. Und diese Heilsgewissheit, die brauchen wir, diese Zuversicht brauchen wir in so irrsinnigen Zeiten wie jetzt, ja? Die auch noch irrsinniger werden und wo auch jeder an seine Grenzen stoßen wird. Und wo wir aber sagen dürfen, wir haben einen Vater im Himmel, der zieht uns dadurch, der zieht uns dadurch. Für uns ist alles gut geworden auf Golgatha. Und wir dürfen mutige Leute sein. Ich sage oft zu meinen Arbeitskollegen da oder zu meinen Geschäftskollegen, wenn ich die treffe, sage ich, ich bin Christ, ich glaube nicht alles. Ich glaube bei weitem nicht alles. Ja. Aber das, was in der Bibel steht, das glaube ich. Und zwar jedes einzelne Wort. Wir sollen es aber mit Gottes Geist verstehen. Und dann wird sogar das Gesetz hier, 1. Mose 12, und parallel stellen, lebendig. Soweit mal in aller Kürze. Wir schauen uns auch nochmal Galater 4 und weitere Kapitel an. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.